ein großer Teil der Bevölkerung, der jungen Bevölkerung insgesamt, aber auch älterer, in einer Bewegung, die wir in Deutschland von den Medien überhaupt nicht mitkriegen. Es wird zwar berichtet, da gibt es diese Bewegung La Nuit Debout, also in der Nacht aufstehen gegen insbesondere die geplanten Arbeitsgesetze der sogenannten sozialistischen Regierung von Präsident Hollande. Also wer vielleicht das noch nicht genau verfolgt hat, dieses Arbeitsgesetz, was diese Proteste ausgelöst hat, sieht vor, dass eben übrigens nach dem Vorbild der Hartz-Gesetze, es wurde ja auch Peter Hartz von Präsident Hollande als Berater nach Frankreich geholt zur Vorbereitung dieses französischen Gesetzes, was ein großen Teils ein Imitat der Hartz-Gesetze sein soll. Da werden also sollen Kündigungen leichter gemacht werden. Das soll eben Teilzeitarbeit, schlecht bezahlte Kleinarbeit befördert werden. Kündigungsschutz soll gelockert werden. Alles das, was wir eigentlich schon kennen. Aber die französische Wirtschaft soll dadurch mit diesem uralt Konzept, was noch nie funktioniert hat, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, das soll die Wirtschaft angeblich neu belebt werden. Gut, aber in Frankreich haben das im Unterschied zu Deutschland viele, viele Menschen durchschaut, dass dies ein falsches Versprechen ist und deswegen diese Massenproteste. Und es wäre natürlich schön, wenn wir in Deutschland so etwas Ähnliches auch beginnen könnten. Schaut euch das mal an. Vielleicht macht es Lust, auch hier zu vergleichbaren Protesten zu kommen.